Die Klimaerwärmung schreitet voran. In der Schweiz hat der Gletscherrückgang dramatische Ausmaße. Experten rechnen damit, dass bis zum Jahr 2100 80-90% der Eismassen schmelzen. Die Gletscher in der Schweiz sind demnach nicht mehr zu retten. Eine Verlangsamung der Erderwärmung kommt für die Schweizer Gletscher also zu spät. Die Klimaerwärmung ist nicht nur ein Problem in anderen Ländern dieser Erde, sondern ist längst bei uns in Österreich und Salzburg angekommen. Auch am Kitzsteinhorn untersuchen Forscher den Rückgang des Gletschers. Jetzt heißt es auf jeden Fall handeln, und das schnell. Die Betreiber des Skigebietes sind sich dem Klimaschutz bewusst und arbeiten gemeinsam unter anderem mit der Salzburger AG an der Klimawende. So werden Skigebiete mit neuesten Energiesteuerungstechniken ausgestattet. Ziel ist es, mit Clean Energy for Tourism ein intelligentes Energiemanagementsystem zu schaffen, das CO2 einspart. Das bedeutet, die bestehende Infrastruktur soll effizienter genutzt werden, die Energieeffizienz soll gesteigert werden und erneuerbare Energie integriert werden. Im Detail geht es darum, dass wir wirklich die großen Anlagen wie Lifte, Beschneiungsanlagen, Pumpen, aber auch die Gastronomie wirklich in ein Energiemonitoring aufnehmen wollen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Energie da ist. Dann geht es darum, um Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, einfach um die Effizienz zu steigern, intern die Potenziale zu erheben, aber auch um die Optimierung gegenüber dem Energiemarkt. Weil wenn die Preise billig sind, bedeutet das, dass viel erneuerbare Energien im System sind und das bedeutet auch weniger CO2. Und genau das ist ja unser Ziel. Weniger CO2, ein Ziel, das echte World Changer schon längst im Visier haben. Skigebiete sind erfahrungsgemäß durch Beschneiungsanlagen und Lifte eine energieintensive Branche. In Salzburg werden sie schon jetzt mit 100% Ökostrom von der Salzburger AG versorgt. Trotzdem geht noch mehr. Aus diesem Grund setzt man sich mit dem Thema Energieeffizienz sehr intensiv auseinander, um weniger Energie zu verbrauchen. Und ein ganz wesentlicher Teil davon ist bei unserem Unternehmen auch die Stromerzeugung. Wir betreiben in unserem Unternehmen ein eigenes Wasserkraftwerk, wo wir zum Beispiel ca. 60% der Energiemenge, die für die Beschneiung erforderlich ist, im Sommer selber produzieren können. Und das wollen wir zukünftig natürlich auch dementsprechend in einen virtuellen Speicher dann unterbringen, sodass wir diese Energiemengen dann auch 1:1 für die Beschneiungsanlagen in Zukunft nutzen können. Und wir versuchen natürlich auch aus Salzburg dabei zu unterstützen, dass wir die Energie, die selber erzeugt wird in Zeiten, wo es nicht benötigt wird, dass wir das für Sie im Pumpspeicher Diesbach speichern und dass wir Ihnen das dann zur Verfügung stellen, genau dann im Winter, wenn es für die Besteinung benötigt wird. Also eine runde Geschichte dieses Clean Energy for Tourism, das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Vorzeigeregion Energie durchgeführt wird. Das erwähnte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach spielt hier eine wichtige Rolle. Die dort eingesetzten 24 Pumpen, die zu einer Matrix zusammengeschlossen wurden, ermöglichen das flexible Speichern von Energie. Dabei werden die Pumpen einzeln wie Orgelpfeifen zusammengeschaltet, um das Wasser vom Unterbecken in den Stausee zu bekommen. Kommen wir jetzt aber zurück ins Skigebiet. Unser Fazit: Daumen hoch für das intelligente Energiemanagementsystem für unsere Skigebiete. Die grundsätzliche Idee: Energie speichern, wenn sie nicht gebraucht wird. Dadurch wird der Energiebedarf reduziert, die Netze entlastet und die Kosten optimiert. Hört sich etwas kompliziert an, aber am Ende des Tages wird somit die Energiewende unterstützt.